Fips, ich hasse dich so übertrieben, dass ich dich gerne killen möchte. Shalom an alle, Raptor HD begrüßt euch ganz recht herzlich zur nächsten Folge Stranded Deep. So, wunderbar, wir sitzen immer noch am Kaminfeuer, die Sonne geht so langsam wieder auf, habe ich das Gefühl. Meine Uhr leuchtet schon nicht mehr, wie behindert ist das denn? Nein, der Mond geht auf. Wieso leuchtet meine Uhr nicht? Ist die behindert? Naja, okay. Egal. Wir haben was vergessen und zwar noch ein bisschen Food hier aufzunehmen. Da sind Krabben. Fick dich, Krabbe. Ist erledigt. Der Krabbenkiller. So, und während die ganze Zeit... Ich stopp die Uhrzeit, wie lange das braucht. Das dauert bestimmt so ein bisschen. Ich hoffe, man hört mich auch gut, weil ich musste meinen Sound etwas runterdrehen. Also ich hoffe wirklich, man hört mich gut. Deshalb mache ich hier jetzt einen kleinen Cut, um das nochmal zu überprüfen. So, da bin ich wieder. Was heißt Sound runterdrehen? Der Sound war optimal, sogar ein bisschen zu laut. Jetzt habe ich kurz das Programm verlassen. Einen Augenblick bitte kurz. Das muss sich kurz ändern. So. Ich denke, die Krabbe ist jetzt essbereit. Ich kann sie nur nicht aufnehmen, weil Materialversagen und so. Ich lege mal die ganzen Stöcke einfach hier hin. Jetzt nehme ich die Krabbe auf und fress die. So. Jawohl, das gefällt mir doch schon. So. Dann habe ich gehört, sollten wir uns einen Hammer machen. Also hat mir so ein Vöglein gezwitschert. Wie sagt ihr das in Deutsch immer? Gezwitschert. So rum. Ja. Das heißt, wir brauchen ganz viel Steine, aber mitten in der Nacht Steine zu suchen, das ist ein bisschen anstrengend, mühselig. Das ist Quatsch im Endeffekt. Gibt's hier Steine? Hallo? Gibt's hier Steine? Habe ich gefragt. Keine Antwort. Da ist einer. Steine, wir haben Steine. Gibt's hier noch was? Menno, hier gibt's nichts mehr. Warum? Verdammt, ich brauche noch einen Stein. Wenigstens haben wir hier ein schönes Lagerfeuer. Schmeiß den Stein noch. Oh, wir haben ja doch zwei Steine. Ha, wusste ich nicht. Egal. Schmeiß ich hier... Ist das andere Teil hin? Ich brauche noch... Das da. Aha. Und wir können uns machen. Wir können uns machen. Ein Crude Hammer. Den wir dann auch wunderbar aufnehmen können. Und damit können wir jetzt auch ein bisschen was anderes machen. Aber bis wir das machen können, fäll ich erstmal diesen Baum hier. Pam. Wie so ein Mike Tyson. So, dann ziehe ich das mal hier ein bisschen mehr an Land und dann verarbeite ich den schon mal weiter, weil das, was wir jetzt bauen, sind ein paar Fundamente. Ich habe vor, hier meine Villa hinzusetzen und danach ein Vorratslager auf jeden Fall. Wow, warum jetzt schon wieder so wenig FPS? Behindert? Fragezeichen. Warum so wenig FPS? Hallo? Warte mal kurz, ich mache hier nochmal einen Cut. So, da bin ich wieder. Scheiß FPS. Mano. Ständig abwärts. Ja, das ist mit Fraps immer so eine Sache, aufnehmen zu können. Jedenfalls richtig aufnehmen zu können. Ich denke, für heute kriege ich das noch irgendwie gebacken. Nächstes Mal, das müssen wir halt schauen. So, kann ich mir jetzt ein Fundament daraus machen? Ich denke schon. Ne, es sind noch nicht genug. Warte mal. Aha, ich kann nichts aufnehmen. Mist. Menno.
schmeiß ich mal die scheiß Kokosnuss da jetzt ins Feuer. Pam. Dann nehme ich das da erstmal hoch. So. Jetzt nehme ich meinen Hammer. Und jetzt färbt sich das nämlich blau. Ha! Und jetzt können wir hier ein Fundament machen. Pam. Und ich mag ja die See so ein bisschen. Deshalb sage ich mir ein bisschen... Ja, so wird das gehen. Pam. Bauen wir da unser wunderbares Fundament hin. Jetzt brauchen wir mehr Sticks. Das heißt, ich benötige wieder mal die Axt, die schon halbwegs kaputt ist. Wie viel Stein haben wir eigentlich noch? Oh, nur noch 2. Das wird heftig, das zu schaffen. Mein lieber J, der muss aber auch hier lange auf das Ding einkloppen, bis das mal verarbeitet ist. Jetzt so eine Art Dach müssen wir uns auch noch machen. Ha, warte einen Moment, ich muss das schon mal zu meinem Feuer... Oh, mein Feuer ist aus. Mist. Hm. Ja, passiert. Irgendwie soll das ja auch noch... Läuft. Die FPS-Zahl sinkt wieder. So, da haben wir unser Palm Found. Da ist unser Campfire. Oh, verdammte FPS-Zahl! Was ist denn los mit dir? Mano! Was für eine Scheiße, ey! Ich mach kurz wieder einen Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe die FPS-Zahl ein bisschen zurückgedreht. Jetzt sollte es eigentlich ganz flüssig laufen. So, wir haben hier unsere Kokosnuss, da das Campfire. Was wir nicht abbauen können. Hm. Auch nicht versetzen, auch nicht verstellen oder irgendwie. Juckt auch keinen. Das ist die heftigste Palme, die wir jetzt fällen werden. Ich mag dieses Rascheln. Ich sehe schon, bald gibt's keine... Oh, der fällt auf mich. Boom. Ah, wie schön das ist, so eine große, fette Palme einfach hinzurichten. Da sind meine Stickies. Los geht's. Verarbeitung XXL. Die Fundamentenfabrik wird hier gebastelt. Ah, herrlich. 2 Stunden lang einfach nur auf Bäume einschlagen. Siehst du, scheiße, ehrlich mal. Wieso kommt da immer mein blöder Windows-Screen? Ohne Scheiß, wirklich jetzt? Mann, das geht ja mal gar nicht hier. 9 Minuten sind wir schon dabei, Holz zu hacken. Ich weiß nicht, wie lange ich heute machen kann. Also. So. Ich denke mal, ich kann das jetzt verarbeiten. Wieder einmal. Oder auch nicht. Ich brauche einen Hammer. Ja. Und hier haben wir das nächste Fundament. Was wir dann natürlich direkt daneben setzen. Pam. Wunderbar. Wir bauen es dann hier so raus. Ich denke, so ein bisschen bis hier vor die Steine. Ach ja, Steine. Komme ich da am Stein? Ja, wird knapp. Egal. Passt schon irgendwie. Passt schon. Wo ist denn jetzt mein Baum? Ach, da. Ja, Nacht und so ist immer so eine Sache, ne? Vor allem Bett muss ich mir auch mal bauen. Hm. Schaffen wir die Nacht durch. So, Leute, wir haben Nachtschicht. Ich sehe, wir brauchen mal wieder langsam, aber sicher was zu essen und was zu trinken. Aber es geht noch so. Nee, komm mal her. Ich sagte, komm her. Schon wieder, es sind gerade die FPS abgestürzt. Mein Gott. Und da schon wieder. Schon wieder. Och, Jungs. Was ist denn los bei euch? Muss ich jetzt jedes Mal einen scheiß Cut machen oder was? Verdammte F... Boah, Fraps, ich hasse dich.
Du dummes, behindertes Stück Scheiße. Ohne Sorry, Leute. Kurz wieder ein Cut. So, Leute. Da sind wir wieder. Das Problem wird nicht mehr behoben. Und wird wahrscheinlich auch nicht mehr behoben werden können. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wo ich meine scheiß Palmleaves alle hingelegt habe. Das ist blöd. Wo habe ich die denn? Kacke, wo sind denn die? Vor allem, ich sehe einen Scheißdreck hier. Oh, Kokosnüsse, die ich nicht aufsammeln kann. Alles klar. Ich denke, ihr bleibt da schön liegen. Ach, da sind die ja schon. Ja, dann kann ich hier auch... dann kann ich hier direkt... bisschen Kaboom machen. Bevor die FPS schon wieder abstürzen. Was gleich der Fall sein wird. So wie ich das sehe. So, alles schön ordentlich auf den Haufen. Oder auch nicht. Boah, ey. Wollt mich doch ernsthaft verarschen. 500 Milliarden Gigabyte freien Speicherplatz. Aber ne! Fraps sagt nein! Ich brauche so viel mehr Arbeitsplatz. Arbeitsspeicher. Nein, Fraps, ich hasse dich. So, und da sind wir wieder, bevor Fraps jetzt komplett... bevor jetzt Fraps komplett meinen Kopf fickt. Baue ich lieber noch ein Fundament. Setze das hier hinten an. Pam. So, schön sieht das aus. Oder auch nicht, je nachdem. Ich befinde mich halt noch am Anfang des Spiels. Ich kann jetzt mal nachsehen. Oh, Hunger ist so ein Problem, womit ich klarkommen muss. Am besten, ich hole mir hier noch eine Krabbe, eine fette. Ich sagte, ich hole mir eine Krabbe, eine fette. Hauptsache, ich kann die mit dem Hammer einfach nicht töten, aber mit der Scheißaxt, ne? So, weißt du was? Dann leg ich den Hammer kurz mal beiseite. Fresse die Krabbe. Hab nicht genug. Läuft. Was ist los? Was ist los? Hallo? Ein FPS. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Fick dich. Alter, ich raste schon wieder aus hier. Blöde Scheiße, ey. Ich kann die ganze Zeit einfach nur ausrasten. Fraps ist scheiße. Das Spiel ist... okay. So. Der muss erstmal ein bisschen kotzen. Ja, ich glaube, roher Fisch ist da nicht ganz gut für uns, aber momentan leider so ziemlich das Einzige, was wir haben. Also, und ich möchte jetzt mal herausfinden, wie wir uns ein Bett craften, deshalb schaue ich gerade auf meinem Handy nach. Währenddessen geht wahrscheinlich gleich die FPS wieder zur Sau. So, da sind die Rezepte. Einen Augenblick, ich hab's gleich. Ich hab's gleich, Leute, keine Panik. Also, Crafting-Rezepte, Bett wäre nicht schlecht. Bett und ein Speer. Eins. Lagerfeuer. Lagerfeuer mittel, Lagerfeuer groß. Jo, und Bett ist nicht dabei, oder was? Das ist aber scheiße, das finde ich nicht cool. Dafür geht die Sonne wieder auf, merke ich gerade. Oh ja, yeah. Wunderbar. Stranded Deep, Haus bauen. Haushütte. Bed craften. 6 Stöcke, 4 Palmwedel und 4 Seile. Das heißt 6 Stöcke. 3 habe ich. 4 Palmwedel. Das ist Nummer 3 und Nummer 4. Was brauche ich noch? 4 Seile. Habe ich noch genug Seil? Nein, habe ich nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal
auf die Suche nach so einem behinderten Baum. So, wunderbar. Oh, flacker die Flack. Wunderbar, die Sonne geht auf. Was singt man dazu? Marzipania, wala gizella. Oder Hakuna Matata, irgendwie sowas singt man. Shit. Egal. Juckt mich jetzt nicht. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Da laufe ich über meine Invents. Da tue ich jetzt die vier Teile hin. 1, 2, 3, 4. Und jetzt brauche ich nur noch einen Stock. Das heißt, ich fälle hier nochmal. Nochmal einen Baum fällen. Oh, da fallen mir die Kokosnüsse auf den Kopf. Passiert, ne? Hauptsache, die Kokosnüsse bleiben da liegen. Das ist alles, was zählt. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns das Bett fertig und danach fick ich Fraps erstmal, vergewaltige das Internet, wie ich das besser machen kann. Ah, Fraps, ich hasse dich so übertrieben, dass ich dich gerne killen möchte. Und das werde ich auch demnächst machen. So, wieder ein Cut reingehauen. Eine Scheiße, ist das doch kacke, ey. Was tue ich nicht alles, damit ich hier aufnehmen kann? Vor allem, wir hatten einfach schon Ding. Wir können nichts craften. 6 Stöcke, wir haben 4. 5, 6. Ja. Wie cool. Ha, und ich kann es einfach nicht ins Fundament bauen. Das ist aber kacke. Ja, wo kann ich das dann hinbauen? Nur ins Gras? You can only sleep at night. Alles klar. Und Fraps verabschiedet sich schon wieder. Oh, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch mal lieber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Stranded Deep. Entschuldigung für meine ganzen vielen Ausraster. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch das Spiel gefällt, dann liken, kommentieren und Scheißdreck. Aber ich hasse Fraps. So, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.